Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ja, zu einer kleinen Plauderei hier bei mir, bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, der Imperial von Swiss Arabian ist heute dran. Ich habe ja gesagt, ich habe diese Reihe, was heißt diese Reihe, die so von, also die so die gleichen, gleiche Design haben von ihren Flakons. Die Swiss Arabian hat ja die ganzen Düfte in dieser, ja, dieser Art her ein bisschen aufgehübscht, hat sie ein bisschen moderner gemacht, was so das Design betrifft. Auch jetzt hier, der Imperial, wurde ja verändert. Der sieht noch, wenn er den aufruft in Google, da sind noch alte Bilder von alten Flakons drin, die so eckig und kantig sind, so ein bisschen ganz komisch aussehen, ein bisschen. Und der wurde jetzt auch eben diesem neuen Design angepasst und in dieser Designreihe, sage ich es mal. Also es sind ganz unterschiedliche Düfte dabei, aber wie gesagt, vom Design her haben die jetzt also ein bisschen dieses, in diese Reihe gebracht halt. Genau. Ne? Von daher, jo, genau. Jo, ich fange jetzt mal einfach an mit der Präsentation, wobei das ist jetzt ganz schnell, das ist jetzt nicht groß hier erwähnenswert, eigentlich fast schon. Das ist hier so ein ganz normaler Karton hier und genau, ja, oben Swiss Arabian drauf. Ne? Mein Badge ist übrigens von Juno 2023. Ja, habe ich gesagt, also ist jetzt nichts Besonderes. Gut da drin im Moment, der Flakon ist nicht ganz so gesichert da drin, der ist ein bisschen, rutscht so ein bisschen hin und her, aber naja gut, wie gesagt, es ist jetzt nichts Besonderes, also brauchen wir nicht groß drüber weiter das zu diskutieren hier, genau. Der Flakon wiederum sieht sehr schön aus, muss ich sagen, hat wieder das altbekannte Design, was ich schon gerade eben gesagt habe, ne? Das haben sie jetzt, wie gesagt, so designt hier, also wie gesagt, das kennen wir ja schon hier, diese Form hier, diese, ne, so, das ist ja so dieses, ne, und oben der normale, ganz normale, übliche Deckel hier drauf, ne. Wie gesagt, das haben sie jetzt neu überarbeitet hier, der ist jetzt komplett neu gemacht, ja. Wenn ihr den noch auf Parfum, habe ich gesehen, und auf anderen Jobs, das findet man noch teilweise dieses, dieses eckige Design halt. Und mir gefällt er ganz gut, ich finde es sehr schön, muss ich sagen, gerade in diesem Schwarz, wobei das Schwarz nicht ganz schwarz ist, sondern der ist so ein bisschen durchscheinend, man kann also, wenn man es gegen das Licht hält, ist der so ganz, ganz, ganz dunkel, aber er ist noch ein bisschen transparent, leicht transparent. Gefällt mir aber trotzdem gut, wie gesagt, das Schwarz und das Chrom da drauf. Die Kappe ist Plastik, das ist jetzt nichts, ne, wie die anderen eben auch, ne, so weiter. Genau, ich habe es euch so ein bisschen ja auf dem Videotitel schon hier anklingen lassen. Ich habe es ja, ja, es ist so ein, ja, es ist kein Tube. Es ist kein Tube zum Drac à Noir, Duftzwilling. Also ich habe mir den vorhin gerade nochmal aufgesprüht. Ich habe mein Drac à Noir nochmal rausgekramt. Der ist aber schon, auch schon bestimmt schon 10, 15 Jahre alt. Ist auch nicht mehr so viel drin. Schniff. Weil der neue Drakkar ist ja ziemlich verwässert worden. Also der ist dann, also würde ich fast sagen, der, muss man ein kleines Spoiler zu machen, dürfte dann eher wahrscheinlich hier diesem hier ähneln. Vermutlich. Also ich habe mir vorhin beide mal drauf gesprüht. Hier ist der Imperial drauf. Wenn man ihn jetzt nicht vergleicht mit dem Drakkar, ne, also ist der ganz gut. Aber wenn ich den Drakkar jetzt dagegen halt, das ist einfach, jo, lecker. Viel kräftiger, intensiver, ein bisschen grüner, ein bisschen krautiger, ein bisschen, jo. Ne? Also, da ist, also, wie gesagt, da ist, wie man so schön sagt, heute mehr Wumms drin. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sind deutlich auch die deutlich mehr 80er-Vibes drin, als hier noch in diesem. Der wurde jetzt ein bisschen angepasst, ein bisschen moderner. Jo, ne, also, je nachdem, wie man es will. Also den Drakkar übrigens gibt es, habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, für aktuell bei Parfüm Group bzw. Parfümzentrum, also inklusive Versand für 100 ml, 25 Euro, 24 Euro, sowas drum, den Dreh rum. Ne? Den gibt es im Moment aktuell nur bei Ramadan 24, habe ich gesehen, für 30 Euro. Allerdings zahlt man ja bei Ramadan 24 keine Versandkosten innerhalb Deutschlands. Bei Notin habe ich mir den damals, also habe ich mir den, damals, also
Anfang des Jahres, glaube ich, war es, besorgt für, da hat er aber auch so um die, was hat er gekostet, um die 19 Euro, 20 Euro rum. Also da war nicht ganz so günstig, das ist aber gut, Versandkosten dazu und noch sind es dann 24 Euro, 25 Euro gewesen. Also kommt er ungefähr, jetzt sagen wir mal so mit dem hier hin, ne? Wenn er denn jetzt unbedingt braucht hier, oder ich müsste ja selber gucken, ob er euch die 30 Euro sagt, okay, dann, ja, das sind nur 30 Euro, ne, ist okay. Oder ob er lieber dann sagt, ich hole mir dann dafür lieber denn für 25, 24 Euro den Trakanoir. Okay, gut. Ja, der Duft. Ich sprühe mal hier. Ja, also er hat eine sehr zitrische Eröffnung, fast so ein bisschen was Synthetisches drin. Mir ist es fast schon zu stechend ein bisschen am Anfang, aber das verfliegt nach 2-3 Minuten, ist er weg, komplett weg. Dann geht es wirklich so in diese würzige Note rein, diese leicht grüne Note, in dieses Thema, ne? So ein bisschen. Ne? Also er steigt ein mit dem Kopf, mit der Bergamot, Lavendel und der Zitrone. Dann haben wir Gardenelke, Jasmin, Koriander und Zimt. Also wie gesagt, das wird dann, das ist diese Würzigkeit, diese Aromatik da drin, ne? Das riecht man dann schon. Ne? Also man hat hier schon diese Vibes drin, ja? Diese Barbershop-Vibes vor allen Dingen auch. Ne? Es ist ein klassischer Barbershop-Duft. Ne? Von daher, in der Basis haben wir dann das Amber, Patchouli, Sandelholz und Zedernholz. Wie gesagt, das macht so ein bisschen dieses leichte, leichte grüne Note da rein, aber es ist jetzt nicht so. Da ist der Trakar, der ist einfach, ja, wie gesagt, kräftiger, würziger, aromatischer. Ne? Der ist jetzt so ein bisschen flacher, ein bisschen seichter, ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen tragbarer für andere. Das ist halt immer Geschmackssache. Ne? Also manche sagen vielleicht, ach gut, nee, der alte Trakanoir, der ist mir zu 80s, das sind wieder zu viel, das ist mir ein bisschen zu old-fashioned oder sowas. Ne? Das kann man ja, liegt in der Nase des Betrachters, wie man das jetzt so sieht. Ich muss hier nochmal gerade schnuppern, das habe ich vorhin drauf gesprüht. Ja, ist also gefälliger, sage ich das mal so. Der hat jetzt, wie gesagt, der hat immer noch diesen Barbershop-Charakter, geht auch in diese Richtung rein vom Trakar, ja. Ich muss mal ein Bild hierher stellen, dass man das ein bisschen sieht. Ne? Geht auch hier in diese Trakar-Richtung rein. Und man merkt also schon, ne? Ja, was für ein Duft der Pate stand für diesen Duft hier. Ja, aber es ist okay. Ich würde ihn jetzt auch so ab. Ab 25 würde ich ihn sagen. Also jüngere Männer sehe ich da jetzt nicht bei diesem Duft. Kommt immer darauf an, wie man wirkt. Ne? Also nichts für Milchbubis, sage ich das mal ganz einfach. So die so ein bisschen bleich und blass und ne? Sehr, sehr jung noch aussehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also nichts gegen Milchbubis, aber es können ja nichts dafür, dass sie so aussehen. Aber da muss man schon ein bisschen... Sollte man schon ein bisschen männlicher, eine gewisse Maskulinität ausstrahlen, um diesen Duft zu tragen. Von daher ist der hier, der Trakar, ist, denke ich, auch nochmal etwas für etwas älter. Da sehe ich eher so den Typ Sandshader ein bisschen dabei. Ne? Oder hier auch so gut, ne? So mit Bart und Glatze und so weiter. Ne? Das muss ja nicht gleich so mega maskulin aussehen, aber so in dieser Art Richtung. Ne? So, wenn man so ein bisschen vom Typ Mann eben her geht, vom jungen Mann noch her, dann sollte man da schon ein bisschen, ja, ein bisschen was Maskulines an sich haben, denke ich jetzt mal so, ne? Genau, also, aber wie gesagt, da ist hier der Trakar, finde ich dann, ich kenne jetzt nicht den aktuellen Batch, ich weiß es nicht, ich weiß bloß, dass der offensichtlich reformuliert wurde, verwässert wurde, verdünnt wurde, verschlimmbessert wurde und, also, dass der definitiv nicht mehr so riecht wie hier der ursprüngliche Trakar und der ist wirklich geil, also, lecker. Ne? Nicht, dass der nicht schlecht ist. Das ist gut, der ist okay, der ist absolut in Ordnung. Wie gesagt, der hat ja Vorteile, dass man sagt, okay, ich mag es jetzt nicht ganz so krautig, nicht ganz so grün, nicht ganz so noch wumsig, noch ein bisschen, ne? Das darf ein bisschen gefälliger sein. Ne? Man kann es, das ist auch so ein bisschen für den Alltagsduft halt einfach her, von morgens bis abends, für alle Lebenslagen von Januar bis Dezember tragbar, denke ich. Ne? Das ist so ein, ja, also wie gesagt, das ist ein schöner Barbershop-Duft, wer das mag und so. Ne? Ganz klassisch maskuliner Duft allerdings, kein Frauenduft, das ist ein maskuliner Duft. Das sehe ich da eindeutig in der maskulinen Schiene, weil,
Also man geht schon, hat schon Barbershop-Duft, also auf der Frauenhaut. Also ich meine, nee, das heißt nicht umsonst Barbershop, also Barbershop-Duft. Also von daher sehe ich, das ist ein maskuliner Duft. Ne? Das ist definitiv ein maskuliner Duft. Kann man, also da kann ich jetzt, würde ich mich ein bisschen, also jo, dann würde ich eher sagen, das ist dann bestenfalls ein Duft für Frauen mit Hormonproblemen, die so ein bisschen Bartsprießen haben oder so. Oje. Jo, oder so, ne? Die ist ein bisschen, uiuiui, ja, nee, aber ihr wisst, was ich meine, also ich meine, von daher denke ich, jo, genau, also ist der so, dafür genau, das richtige Duftwässerchen hier, genau, jo, ansonsten, ja, wie gesagt, müsst ihr gucken, ich würde noch, also wenn ihr den, sagen wir mal, okay, ja, das hört sich jetzt ganz gut an und so. Wie gesagt, ich habe mir den gekauft, weil ich halt gerne diese Reihe haben wollte, so ein bisschen, ne? Ich habe ja insgesamt dann 6 von diesen Düften hier zu Hause jetzt bei mir, ne? Das ist jetzt der 4., den ich jetzt hier präsentiere. Und wie gesagt, ich wollte es auch gerne so der Vollständigkeit halber haben. Mir gefallen halt auch die Flakons sehr gut. Deswegen habe ich die auch soweit, ne? Wie gesagt, ey, ist nicht schlecht. Ich kann ihn auch empfehlen. Das ist auch okay, ne, wenn man denn weiß, worauf man sich da drauf einlässt. Wenn man jetzt halt wirklich so einen Dracanois-Duft sucht, der so in diese Art geht, jo, ja, ne, genau. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen Abstriche machen, man muss definitiv Abstriche machen. Es ist halt nicht mehr der Dracanois, den ich jetzt hier habe, ne, der so, oh, der so geil riecht, ne, so nach 80ern. Ja, es war so, ich weiß noch die Werbung damals noch, hat man nur so eine Männerbrust gesehen, so ein Hemd, und das wird dann irgendwie so aufgemacht, irgendwie so, hat dann die Haare, Brusthaare waren da drauf. Mega geil. Das war so, mach mal eine Jugend. Genau. Ja, wie gesagt, ne, also, wie gesagt, ob ihr 30 Euro bezahlen wollt, ich würde es nicht machen. Ich werde das Bild warten, bis dann noch der etwas günstiger rauskommt. Ich gehe mal schwer davon aus, also auf Parfumo steht, dass es eingestellt worden sei. Trifft wahrscheinlich für die alte Version zu, jetzt dieses eckige, dieser komische, das sah ein bisschen merkwürdig aus, der Flakon. Nachdem jetzt hier der auch jetzt neu gestylt worden ist, gehe ich davon aus, dass der eben jetzt auch wieder noch produziert wird, auch nach wie vor. Und genau, müsst ihr einfach mal gucken. Ne? Also, ja, wenn ihr den jetzt nicht unbedingt dringend braucht und nicht haben wollt, dann würde ich noch ein bisschen warten, bis der kommt mit Sicherheit wieder irgendwo. Seht ihr den schon auf Ideale oder sowas, könnt ihr das bestimmt nochmal dann gucken, das so. Ne? Das ist dann, wie gesagt, ja, 30 Euro, okay, ist jetzt auch nicht viel Geld, ne? Aber jo, weiß ich nicht. Jetzt, also, keine Ahnung, ob ich dann das dafür ausgeben wollte. Dann könnte ich mir gleich so den Dracar hier kaufen dann, ne? Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sagen, vom neuen Batch her, wie weit die sich dann eher ähneln. Wahrscheinlich sind die dann sich ähnlich ein bisschen, ne? So von der Formulierung her, aber gut, jo, okay. Also, müsst ihr ja mal gucken, ne? Wie gesagt, ich, jo, ich wollte es euch nur mal sagen, genau, wie das hier aussieht, genau, ne? Jo, okay, ja, das war es auch schon. Ich produziere dieses Video übrigens vor und werde, also heute ist Dienstag, der 23. April, und werde das jetzt wahrscheinlich Richtung Wochenende veröffentlichen, erst hier dieses Video. Das heißt, wenn ihr das Video seht, ist es schon ein paar Tage alt. Also im Hinblick darauf, wenn ich euch sage, heute, ja, bei Ramadan 24 gibt es den noch, seid mir nicht böse, wenn es den dann da nicht mehr gibt oder so. Aber ich glaube, bei Ramadan 24, glaube ich, den müsste es nach wie vor geben, denke ich. Ja, also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, genau. Okay, ja, das war es eigentlich schon fast schon. Ja, was heißt fast, war es. Mir gibt es da nichts zu sagen zu dem Duft. Wie gesagt, mir gefällt der sehr gut so vom Design her. Und ja, ich kann ihn auch empfehlen. Ja, also er ist jetzt wirklich, ja, er ist ein guter Duft, ein schöner Duft, ein feiner Duft. Ja, der hat das Rad nicht neu erfindet, aber es ist ein schöner Barbershop-Duft, ein Alltagsduft. Ja, schön frisch, ne? So, der hat diese Frische, diese Aromatik drin, diese Würzigkeit drin, ne? Und, aber wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so, naja, was soll ich das sagen? Ja, wumsig, ne? Also, ne? Ach, der ist einfach der Dracar, oh, der alte Dracar. Ach, lecker, na, schwärm. Genau.
Ja, okay, genau. Dann würde ich sagen, schließe ich heute Abend hier meine kleine Plauderei damit ab und wünsche euch noch eine gute Zeit, eine schöne Woche. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn ihr das Video hier seht, wird es am Wochenende sein. Ich habe dann ab dem nächster Woche Urlaub, oder wir haben, mein Mann und ich, wir haben Urlaub 14 Tage, juhu. Und rechtzeitig zum Wochenende, jetzt soll es ja auch 20 Grad wieder geben. Ja, genau, hurra. Frühling, wo bist du? Ne? Genau, gesucht wird Frühling, ja. 20 bis 25 Grad, blauer Himmel, sonnig. Hat denn jemand zufällig gesehen? Naja, gut. Okay. Ich hoffe, er kommt zurück am Wochenende, der Frühling. Ne? Genau. Wir haben nämlich einiges zu tun im Garten bei uns. Genau. Ja, dass unsere kleine Mollymaus hier vorne wir durch den Garten, nicht mit einer Machete durch den Garten schleifen muss. Weil das Gras ist schon recht hoch, muss ich sagen. Da sieht man die kleine Maus schon gar nicht mehr, wenn sie dann irgendwo unterwegs ist. Naja, genau. Und wir sehen sie auch nicht mehr. Genau. Okay, dann wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.